Servus, liebe Trader. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Aktienrankings, dem führenden Screening-Tool von TraderFox, schnell und einfach ein eigenes Template erstellen könnt, um spannende Aktien zu finden, die gerade neue Aufwärtsbewegungen starten. Und wir legen den Fokus dabei auf Aufwärtsgaps, denn gerade bei Aktien, die vielleicht mit einem Kursplus schon von 5% oder mehr in den Handel kommen, da verbergen sich oft positive Nachrichten als Kurstreiber. Und das können nicht nur Earnings sein, sondern auch der Investorentag. Da gibt es auch aktuelle Beispiele. Neue Produkte, neues Management und so weiter. Das heißt, so hat man ein umfassendes Screening für neue Bullen. Und wir sind hier schon auf rankings.traderfox.com. Was ihr benötigt, um das Screening-Tool nutzen zu können, ist das Morningstar-Datenpaket. Verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt logge ich mich einfach mal kurz ein und wir erstellen hier ein neues Template. Was müssen wir zu Beginn mal machen? Wir wählen jetzt einfach hier mal ein Aktienuniversum aus. Gerade am US-Markt gab es sehr viele spannende Kandidaten gerade. Da können wir zum Beispiel einfach sagen, zeig mir alle Aktien an, die an der New York Stock Exchange oder Nasdaq gelistet sind. Wir können aber auch Kurslisten reingeben. Lässt sich beliebig kombinieren, auch mit deutschen, europäischen Kurslisten. Wir nehmen hier zum Beispiel jetzt mal die 2000 volumenstärksten US-Aktien dazu. Und dann geht es darum, Ranglistenfaktoren und Scan-Kriterien einzugeben. Fangen wir am besten vielleicht mit den Scan-Kriterien an. Wenn wir jetzt sagen, alle Aktien der NYSE und der NASDAQ, das sind natürlich sehr viele, die wollen wir nicht einfach alle haben, sondern wir wollen zum Beispiel, dass Penny-Stocks rausgefiltert werden. Da können wir zum Beispiel bei Fundamental, bei der Marktkapitalisierung einfach mal sagen, bitte alles größer einer Milliarde. Dann haben wir gesagt, wir wollen vor allem Gap-Ups haben, also Aktien, die zum Beispiel, schauen wir mal kurz, wo wir es finden, also bei den Chartsignalen, Gap Up in den letzten, ja sagen wir mal 15 Handelstagen, zumindest eine minimale Gap-Größe von 5% irgendwann in diesem Zeitraum einmal aufs Parkett gelegt haben. Technisch können wir dann auch noch sagen, zeig mir bitte auch nur Aktien, die auch eine Performance von zumindest 5% plus in den letzten Tagen, also nehmen wir denselben Zeitraum wieder mit 15 Tagen, vorweisen können. Somit stellen wir sicher, dass diese Impulse auch nicht abverkauft wurden. Somit sehen wir auch nur Kandidaten, bei denen es eigentlich gerade spannend ist. Und jetzt mit diesen Scan-Kriterien sehen wir hier nochmal recht zusammengefasst, wird eben dieses grundlegende Aktienuniversum, das ja doch sehr groß ist, schon mal verkleinert. Mit den Ranglistenfaktoren legen wir jetzt noch fest, welche Aktien uns in dieser Treffermenge, in der verbleibenden Treffermenge, möglichst weit oben angezeigt werden sollen. Und hier bietet sich es immer auch an zu sagen, ja, gerade Wachstumsaktien, die sind sehr spannend für Trading-Manöver. Drum sagen wir jetzt einfach hier, Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal gewichten wir jetzt einfach hier mal mit 50% und beim Multi-Stock-Indicators können wir zum Beispiel auch noch dazugeben, relative Stärke ist mir wichtig, sagen wir hier einfach nochmal 50% auf Sicht des letzten Monats, auch ein kurzfristiger Zeitraum ist hier möglich. Und dann sehen wir zum Beispiel schon mal, welche Einzelwerte schneiden denn verhältnismäßig gut zum Rest des Marktes ab. Einen geringen Abstand vom 52-Wochen-Hoch lasse ich hier jetzt bewusst mal weg. Warum? Wir hatten zuletzt noch viele Wachstumsaktien, die abgestraft wurden. Und da findet man dann einfach auch neue Kandidaten, die vielleicht von einem tieferen Niveau aus neue Rallye-Bewegungen starten könnten. Es lohnt sich da ein bisschen auch immer zu diversifizieren, was das Screening betrifft. Jetzt schauen wir einfach mal nach, was uns hier angezeigt wird. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, ja, das ursprüngliche Aktienuniversum war 5843 Titel groß. Mit den Scan-Kriterien kommen wir jetzt auf 218 verbleibende Titel und finden dann hier auch ja, sehr teure und spekulative Aktien, wie eine Blink Charging zum Beispiel. Das ist einer der führenden Anbieter von E-Ladenetzwerken in den USA, wobei auch die Internationalisierung gerade vorangetrieben wird. In Europa zum Beispiel ist man auch schon präsent. Aber gerade die E-Ladenetzwerke sollen ja stark ausgebaut werden, zum Beispiel auch in den USA, wo jetzt gerade das neue Infrastrukturpaket unterzeichnet wurde. Blink Charging können wir auch kurz nochmal am Trading Desk genauer ansehen, hat daraufhin eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. 43.000 Ladestationen gibt es aktuell und natürlich, wenn man berücksichtigt diese ganzen Trends, wie viele E-Autos werden künftig auf den Straßen unterwegs sein zum Ende der Dekade, dann ist hier massiver Investitionsbedarf gegeben. Ihr seht schon, wenn ihr hier auf den Namen der Aktie klickt, dann kommt ihr immer sofort auch zum Trading Desk, könnt also sehr rasch ein Screening durchführen. Wir finden auch eine Roblox, da bin ich selbst auch investiert gerade.
Alles, was irgendwie mit dem Metaverse zu tun hat, das wird gerade gespielt. Der Markt widmet diesem Megatrend gerade große Aufmerksamkeit. Roblox liefert hier im Prinzip eigentlich schon noch ein wenig die kompletteste Story. Warum? Das ist im Prinzip eine Spieleplattform, die vor allem von 9- bis 12-Jährigen genutzt wird. Ist Umfragen zufolge auch eine der beliebtesten Unterhaltungsplattformen bei unter 18-Jährigen. Und dort können einfach ja, über das Roblox Studio einfach verschiedene Games relativ rasch und ohne Programmierkenntnisse entwickelt werden. Die werden dann kostenlos der Community zur Verfügung gestellt. Und mehr oder weniger entwickelt sich Roblox immer mehr zu einem virtuellen Treffpunkt für verschiedene 3D-Erlebnisse. Es werden schon virtuelle Konzerte abgehalten. Firmen wie Gucci zeigen bereits auf, dass man auch zum Beispiel mit virtuellen Handtaschen, die dann zum Beispiel für den eigenen Avatar verkauft werden, das Ganze für Marketingzwecke nutzen könnte. Jetzt gab es nicht nur gerade eine Umsatzverdoppelung im letzten Quartal, sondern auch einen beflügelnden Investorentag, der dann nochmal ein Upgap geliefert hat. Wir sehen es hier zum Beispiel auch nochmal, das letzte Upgap, wenn ich hier auf diese Spalte gehe, wurde gerade erst gestern wieder markiert, wird dann hier auch entsprechend eingekreist. Ich sehe auch hier nochmal genau Umsatzwachstum gegenüber Vorjahresquartal bei 102%. Und besonders interessant war jetzt eben die Ankündigung, dass man einen neuen Voice-Chat integrieren möchte, damit sich die Spieler auch per Sprache einfach in der virtuellen Welt unterhalten können. Und besonders wichtig war vor allem, dass nicht nur das Reopening, sondern vor allem auch die Wiedereröffnung der Schulen nicht dazu geführt hat, dass die Spielerzahlen einbrechen. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg sogar um 31% an auf über 47 Millionen. Auch die Gesamtspielzeit ist nochmal um 28% nach oben gegangen. Und das ist eine sehr spannende Wachstumsstory, die auch teuer bewertet ist. Das können wir auch hier sofort immer auch mit dem Aktienterminal überprüfen, indem ich hier auf die Ease in der Aktie klicke, also nicht auf den Namen. Dann sehen wir hier zum Beispiel fürs nächste Jahr ein KUV von 22. Das ist nicht günstig, aber aufgrund der spannenden Story und der hohen Wachstumsraten wird hier jetzt eine neue Rallye gerade gestartet. Sim Integrated Shipping Services, israelisches Containerfrachtschiffunternehmen, hat gestern zum Beispiel wieder vorbörslich Zahlen vorgelegt. Auch hier startet jetzt gerade wieder eine neue Aufwärtsbewegung, profitiert immer noch von den hohen Frachtraten. Neue Schiffe dürften erst 2023 auf den Markt kommen und für eine Entspannung sorgen. Entsprechend hoch sind die Chartergebühren und Sim ist hier in einer sehr interessanten charttechnischen Situation, um hier auf ein Ansteigen des Allzeithochs wieder zu spekulieren. Man muss hier allerdings auch berücksichtigen, die Aktie hat generell ein sehr volatiles Kursverhalten. Ja, schauen wir uns eine vielleicht noch an, eine Enphase Energy, der absolute Leader gerade auch im Solarbereich, neben einer SolarEdge, die wir auch regelmäßig in unseren Live-Trading-Sektionen thematisieren. Und auch hier wird eigentlich gespielt, dass die Solarenergie auf Sicht der nächsten Jahre wichtiger wird. Natürlich auch aufgrund der Klimaziele, aber bei Enphase gab es auch jetzt gerade wieder fast eine Umsatzverdoppelung. Die Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen und auch die Prognose für das Q4 wurde angehoben. Man rechnet da jetzt mit 390 bis 410 Millionen US-Dollar in etwa. Erwartet wurden bisher nur 370 Millionen. Und gerade auch hier ist die Internationalisierung ein wichtiges Stichwort, denn man hat einerseits den neuen Mikrowechselrichter IQ8 schon angekündigt, der noch leistungsfähiger wird, um den generierten Gleichstrom der Photovoltaikmodule in nutzbaren Wechselstrom umzuwandeln. Jetzt bringt man zum Beispiel auch Energiespeicher wie Encharge, auf die man sich immer mehr fokussiert, nach Europa. Erst im Juni wurde der Encharge-Speicher erstmals nach Deutschland gebracht, als erster Markt in Europa und dann kürzlich auch nach Italien. Ganz spannend ist das deswegen, weil man mit den Mikrowechselrichtern pro Haus einen Umsatz von durchschnittlich 2000 US-Dollar generieren kann. Mit den Batteriespeichern dazu sind es nochmal weitere 8000 Dollar. Jetzt gab es gestern auch noch eine Kurszielanhebung. Oppenheimer hat gestuft auf 290 Dollar Outperform. Und da sehen wir zum Beispiel dann auch, dass nicht nur die Earnings eben für diese neuen Aufwärtsimpulse sorgen können, sondern vor allem auch Investorentage, neue Produkte und so weiter. Es bietet sich an, ein solches Screening regelmäßig durchzuführen und man kann es auch ganz einfach abspeichern. Man klickt hier einfach auf Speichern als, gibt einen beliebigen Namen ein, Speichern klicken und dann hat man es sofort hier oben in der Dropdown-Liste regelmäßig zur Verfügung. Wie gesagt, alles was ihr benötigt ist das Morningstar-Datenpaket für 19 Euro im Monat. Findet man auch hier direkt den Link über rankings.traderfox.com. Der Umfang ist wirklich sehr groß, deswegen verlinke ich euch da nochmal ein ausführlicheres Anleitungsvideo in der Beschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Screenen und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades.